Ach, ich spring einfach hier ein, weil ist hier wieder ein neues Gebiet. Und es hat dann ein wildes Kamel. Ja, isst du mal weiter. Isst du nur Sand, das ist sehr gesund für die Zähne und vor allem für Magen. So. Boah, das sieht so geil aus. Irgendwie erinnert mich das jetzt wiederum an Zelda, A Link to the Past, an den Sumpf in der Schattenwelt. Sieht das Wasser nämlich genauso aus. Vielleicht hat Blizzard sich da etwas abgekupfert. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Es sieht gut aus. Gut. Wir sind da. Hallo, wir sind da. Ich Der bin röchelnde Jake. Hallo, röchelnder Jake. Ich habe hier ein paar Sachen für dich. Frag nicht, warum ich das nicht verkaufe. Ich sammle gern so Gegenstände. So, das verkaufe ich, das brauche ich nicht mehr. Kann ich eigentlich auch verkaufen. Brauche ich auch nicht mehr. Silberkontakt brauche ich auf jeden Fall. Vor allem Sprengpulver, das kann man essen. Nicht? Ich Hat liefere die was deine zu... feinste Ware. Na, 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 na. Ich kaufe und handle. Toll. Wow, ach. Jetzt, ich glaube, ich weiß, was das ist. Lasst mal Cookie machen. Cookie? Ich glaube nämlich, das ist für die Fiole der komische Kack da, den man als Alchemist braucht. Wo waren das nochmal da? Berufe? Alchemie. Ja, verschiedenes, denke ich mal, ist das, ne? Nee. Was könnte denn das sein? Nee, transmutieren ist es nicht. Wo soll denn das sein? Kessel. Fläschchen. Wo soll denn das sein? Öle. Ist auch nicht. Hä? Verschiedenes, es muss doch da irgendwo sein. Der ist ja mal geil. Vor allem für Druide ist das cool. Ich weiß, was soll das? Das könnte man noch als Algi machen. Ich weiß jetzt echt nicht. Auf jeden Fall kann man sich damit in so einen Sanddrache verwandeln. Braucht ihr etwas? Und als Drache durch die Gegend fliegen und noch einen mitnehmen. Würde ihr Das kann sich einen nur jeder leisten. Das ist ja Hallo? spottbillig. Ich glaube, man vom Sand braucht man 8 Stück oder so. Also es läppert sich schon zusammen. Oh, Cutscene. Indigene Cutscene. Ey, da war aber noch ein Quest. Beziehungsweise ein Flugpunkt. Woran halten wir uns bitte fest? Oh, was ein wunderschöner Sand, das hier auch ist, finde ich auch nicht. Nee, sieht total beschissen aus, weißt. Ich mag Kuchen. Die Sehenswürdigkeiten, die Geräusche, die Gerüchte. Gerüche. Gerüche. Genau. Uldum ist voller Schätze, mein Freund. Einige sind selbst für die simpelsten Gemüter zu erkennen, während andere Weisheit bedürfen, um sie sehen zu können. Genau, sehen Sie, diesen Stein da. Ich kann mir denken, dass sich Udo eines Tages von einer gefährlichen Wildnis in einen Touristenmagneten verwandeln wird. Die Leute werden aus ganz Azeroth kommen und seine Wunderwerke bestaunen. Ich habe vor, mein ganzes eigenes Wunderwerk zu erschaffen und es Ihnen zu zeigen. Und ich lade dich ein, an der Schaffung teil zu haben. Glaubt mir, wenn ich euch sage, Brutilus, ich werde Zeuge bei dem Beginn von etwas Großartigem. Vor allem die Musik im Hintergrund passt gerade. Kann ich was trinken? Was trinken wir denn da? Cola Mix. Klasse. Ich habe ja auch noch Kekse. Cookie? Gubbel, gubbel. Klasse.
So, ist mir jetzt ehrlich gesagt mal ja wurscht. Ja, ich glaube, da oben war noch ein Quest. Das will ich jetzt nachkontrollieren. Gucken wir hier wieder. Ja, wir sind hier fast da. Das erinnert mich an den Schattentempel aus A Link to Zelda, A Link to the Past. Nee, komm. Was ist das denn? Ach, ein Krokodil. Ein Krokilisk. Ach ne, es war nur ein Flugpunkt. Gut. Wen haben wir denn da? Ein Zwergpriester. So, hat hier niemand was zu süffeln dabei? Warum verkauft ihr nichts zu trinken? Nur so ein Billigwasser. Ja, vor allem das brauche ich jetzt. Schiffszwieback. Da haben wir doch. Hol ich mir mal 20 mit. Boah, wie das Inventar jetzt aussieht. Boah. I hate him. I hate it. So, mach hier mal ein bisschen Ordnung. Nee, geht ja gar nicht. Und die packen wir da rein. Zwielichtfeuerlanze. Habe ich die immer noch? What the fuck? So, dann entzaubern wir. So, was ist denn damit jetzt? Besserung. Gibt Besserung irgendwie? Ich glaube, das war das hier, ne? Nee. Was gibt mir Zaubermacht? Eindeutig Einhand und Offhand. Ich glaube, das verkaufe ich. Nicht. Lieber entzauber ich hier. Ja, vor allem... So ein Teil ist meines Wissens nach vor 2 Monaten 50 Gold im AH zu verticken. Also das sind die 22 Gold dann doch schon wert. Okay, dann flattern wir zurück. Scheiße, jetzt sehe ich das Quest nicht mehr. Nein. Oh no, wo ist das? Oh nein. Sulas fahren der Zirk. Ach, da ist er schon. Naja. Au. Ich habe mich gerade gekratzt an meiner Unterlage von der Tastatur. Ach, da ist er doch. Da wären wir. Schön für dich. Freu dich und back dir ein Eis. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Sammelquests hasse? Habe ich es eigentlich schon erwähnt? Fleischfetzen. Ja, ich fetze dich gleich auch. Jetzt fällt's. Muss ich jetzt echt Kamele killen? Oh, ich glaub's ja nicht. Die denken bestimmt so, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Gridlock. Okay. Na, wenigstens geben sie direkt Fetzen. Ich wette, dieses Kamel spuckt mir ins Auge, blendet mich und hat kein Fleisch dabei. Na gut, das ins Auge spucken vielleicht nicht. Aber es gibt auch kein... Moment, ja, warten wir erstmal ab. Gib mir Fleisch! Oh! Steilhangermaschen! Entzaubern. Gut, es hätte mich auch gewundert, wenn so ein Kamel keinen Fleischfetzen dabei hat. Dann wäre es irgendwie ein bisschen komisch. Ach, Blizzard ist doch an sich komisch. Macht geile Spiele, aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Bringt ja mal ein bisschen Realismus ins Spiel hier. Der WoW ist doch komplett realistisch, Mann. Ich sehe auch jeden Tag im Wald so eine Eule. Wenn ich so eine tanzende Eule im Wald sehen würde, würde ich sie direkt mitnehmen, Mann.